Warum mache ich diesen Kacktest? Ja, komm. Kommen wir zum nächsten. Ey, yo, Leute. Willkommen zu meinem Video. Heute testen wir was, habe ich so ein bisschen Angst vor irgendwie. Und zwar die Van Holtens Gurken. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Viel Spaß beim Video. Ja, wenn ihr auf mehreren, ich sag mal, Candy-Seiten unterwegs seid, dann sind euch vielleicht schon die Van Holtens Gurken aufgefallen. Nö. Ja, ich habe hier drei verschiedene Sorten da. Denn ich habe mich für drei verschiedene entschieden. Es gibt noch ein paar mehr. Aber ich dachte, ich nehme die, die für mich am interessantesten klingen. Und vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht normal nach einer Gewürzgurke schmecken, sondern halt wirklich ein bisschen besonders. Ich stelle euch die jetzt gleich die im Einzelnen vor und dann testen wir die auch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich finde es irgendwie so ein bisschen eklig. Bah, erstmal übergeben. Also ich mag Gewürzgurken sehr, sehr gerne, das muss man dazu sagen, ja. Also Gewürzgurken mag ich eigentlich ganz gerne, aber in so einem Plastikbeutel, und ich glaube, das sind auch richtig große Gurken, weiß ich nicht. Ich kenne halt einfach so diese Gurken im Glas halt und da finde ich es halt lecker und da sind sie auch relativ klein. Ich glaube, das hier sind Riesengurken aus der Tüte. Ganz kurz zu den Sorten. Einmal habe ich hier Hot Pickle. Also ich hoffe, dass der schön scharf ist. Dann haben wir einmal Tapatio Pickle. Keine Ahnung, das ist irgendwie so... Ja, ich wusste nicht, was es ist. Das sah einfach sehr lecker aus. Irgendwie Salsa-Geschmack. Deswegen habe ich die genommen. Und dann noch, finde ich auch sehr, sehr interessant, Sour Dill Pickle von Warheads. Also saure Gurken, ne? Gewürzgurken, klar. Aber mit Warheads könnte das... bisschen krass werden. Nein, ich denke nicht. Ja, die drei haben wir und ich fange jetzt mal mit dem ersten einfach an. Ich dachte mir, ich fange mit dem an, was ich gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Nämlich dieses Tapatio Pickle. Salsa Picante steht drauf. Steht hier was auf Deutsch drauf. Van Holtens Tapatio Salsa Picante Pickle. Scharfe Gewürzgurke. Also sind die auch scharf, so ähnlich wie die Hot Pickle halt. Da ist auch einfach so viel Flüssigkeit drinne. Das wird natürlich auch gleich komisch aussehen, wenn ich da reinbeiße. Bitte keine Screenshots. Contents, One Pickle, da ist wirklich nur ein großes Gurke halt drin. Bei allen dreien. Ja, ich probiere erstmal die Tapatio Gurken. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte ja einfach sagen können, ich teste die nicht. Boah, gut riechen tut es auch nicht. Mir ist schon leicht übel. Ey, da ist einfach eine riesen Gurke drin. Ey, das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht ihr Ernst, oder? Also was ist das denn für eine... Ja... Für eine Gurke. Boah. Ekelhaft. Es riecht echt ekelhaft. Wo ist denn meine Wasserflasche? Ich brauche zum Nachtrinken, das geht nicht. So, ich habe die Gurke hier und die Wasser in der anderen Flasche. In der anderen Flasche. Was ist denn los mit dir? In der anderen Hand, weil ich glaube, da muss ich nachtrinken. Komm mal, let's go. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Also, ich glaube, Gurken schmecken, so wie ich sie kenne, anders, ja? Gewürzgurken. Dieses Tapatio-Gewürz, ja, ist leicht scharf. Jetzt nicht krass oder so. Also, kann man machen. Allgemein würde ich sie nicht nochmal essen. Sag ich, wie es ist. Und ich habe hier so ein bisschen... Schiss von den anderen beiden. Weil geil ist was anderes und ekelhaft riechen tut's auch noch. Warum mache ich diesen Kacktest? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Kommen wir zum nächsten. Dann machen wir jetzt gleich den Hot Pickle. Denn dieses Warheads interessiert mich am meisten. Finde ich am interessantesten. Hier steht noch drauf: Hot and Spicy Flavor. Made in the USA. Also die kommen aus Amerika. Und hier steht auch das gleiche wie da drüben, nämlich scharfe Gewürzgurke. Nicht, dass die jetzt gleich schmecken. Ach, guck mal. Ich sehe gerade, bei der ersten steht drauf noch Jumbo Tapatio. Also ich spreche das wahrscheinlich auch völlig falsch aus. Tut mir leid, ja. Und hier steht Jumbo drauf. Gibt es die auch in Nicht-Jumbo? Ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Thomas, selber nachdenken über deine dumme Frage. Ja, keine Ahnung. Also Hot and Spicy Flavor steht hier drauf. Made in USA. Ich öffne jetzt mal den Hot Pickle. Der riecht schon mal ganz anders und mehr nach Gurke. So wie ich es kenne eigentlich, ehrlich gesagt. Aber auch wieder dieses Riesending. Ey,
Was für Gurken wachsen denn in Amerika? Ganz ehrlich. Ah, das riecht so, wie ich Gewürzgurke echt kenne. Also, das finde ich jetzt geruchlich gar nicht verkehrt. Also, let's go, reinbeißen. Ich finde es geschmacklich in Ordnung. Man merkt eine ganz leichte Schärfe hier, aber ich finde jetzt auch nicht, dass irgendwie krass scharf werden oder so. Also schon eine scharfe Gurke, das merkt man, aber jetzt nicht so krass scharf oder sowas. Keine Ahnung, die schmeckt in Ordnung, ja. Ich finde die jetzt auch nicht gut. Ich habe, glaube ich, auch vergessen, der erste eine Bewertung zu geben. Von 10 Wegstellen kriegt die erste, der kriegt eine 3. War echt nicht gut. Der hier, ja, also überragend ist er auch nicht. Ja, das ist eine Gurke. Ach, wirklich? Und Gurken, wie gesagt, ich mag Gewürzgurken sehr gerne. Die normalen, die ich hier aus Deutschland kenne, sind halt nochmal besser. Ja, ich bin bei... Ja, es sind doch nur 6 Sterne. Ich würde mir die auf gar keinen Fall nochmal kaufen. Keine von denen. Allein schon, weil so was will ich mit so einer riesen Gurke? Ja, ich habe selber eine riesen Gurke, da brauche ich nicht welche kaufen. Wow, war der schlecht. Ihr schaltet jetzt besser ab. Ja, egal, auf jeden Fall 6 Sterne für die Hot Pickle Van Holtens Gurke. Und jetzt kommen wir zu den Warheads. Van Holtens Warheads Extreme Sour. Wer Warheads nicht kennt, gerne mal hier reinschauen. Da teste ich die Bonbons von denen. Und das sind, ja, man kann schon sagen, die sauersten Bonbons der Welt. Nur mal als Einordnung, wer Warheads nicht kennt. Jetzt haben wir hier eben eine saure Gurke. Ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Gewürzgurken sauer sind auch. Weil die sind ja ein Essig. Und Essig ist ja sauer. Hier steht drauf, saure Gewürzgurke. Okay, ich merke schon, ey, hier ist ein Hashtag Sour Pickle Challenge. Das heißt, das wird schon wieder krass sein. Oh Mann, warum muss ich mir die bestellen? Naja, vielleicht wird es ja für euch dann wirklich sehr interessant. Mach sie mal auf. Die riechen schon ähnlich wie auch eine Gurke aus Deutschland. Würde ich schon sagen. Bisschen ekliger, aber ansonsten ähnlich. Ihr seid den Anblick ja gewohnt. Eine riesen Gurke, wobei die ist, glaube ich, die ist gar nicht so lang wie die anderen. That's what she said. Beißen wir rein, oder? Was soll passieren? Ist jetzt nicht so, als würde ich sie nicht sauer finden, aber die Warheads Van Holten war sauer, aber nicht krass sauer oder so. Also vielleicht ein bisschen saurer als normal, wenn man so kennt, wenn man das so, ja, hat sich so eine Gurke kauft und eben darauf achtet, dass sie relativ essighaltig ist, halt sehr sauer sein soll. Das ist ein bisschen saurer, aber dass da jetzt eine Challenge gibt, Survive the Sour Pickle, also ja, fand ich jetzt nicht so krass. Aber geschmacklich ist es halt auch im hinteren Feld und da gehe ich jetzt nochmal zwischen rein, zwischen der ersten und ja, diese Hot Pickle. Ich gebe jetzt mal 4 von 10 Pickelsternen. Geil sind die alle nicht. Nö. Also ich würde sie nicht nochmal kaufen und schon gar nicht nochmal testen wollen. Wenn ihr eine Herausforderung wollt und dass auch lustige Bilder von euch entstehen können, wenn ihr so einen riesen Gurke in den Mund nehmt, dann kauft euch gerne, ansonsten würde ich euch davon abraten. So, das war's dann auch mit dem Video von diesen Van Holtens Gurken. Ich hoffe, dass euch das ganz gefallen hat. Wenn euch das ganz gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.